Setzen. Die haben mir eben gesagt, dass ich das freigeschaltet habe. Tja. Hui. Aber vielleicht muss ich da einen Punkt reinpacken erstmal. Muss man den Zauber einen Punkt reinpacken, wo man den nutzen kann? Komisch. Wann schalte ich das denn frei? Ach, Level 10 bestimmt. Mein Hologramm-Ding. Das kostet 100 Mana. Der Leap kostet 30 Mana. Okay, wir können jetzt das nächste Level machen. Jetzt kann ich endlich mein Mana verbrauchen. Hurra! Jonas, das macht unnormal viel Schaden. Guck dir mal meine Kanone an, da sind Blitze dran. Cool. Weil ich ja Blitzschaden mache. Cool. Extra. Bumm. Ich finde das gerade richtig cool. So, kann ich meine Waffe kaufen? Ich will jetzt eine zweite Waffe eigentlich. Ich will auch mal shoppen gehen. Oh! Ach scheiß drauf, ich warte einfach. Halt, noch nichts machen bitte. Warum? Lock Item, ich habe gerade ein 8000er Pad gefunden. Gefunden? Hier sind ein Pad für 8000. Achso, okay. Das ist sehr billig und es gibt Dings Leben und mir Leben. Nee, es gibt Turmschaden und mir Leben. Macht zwar minus Geschwindigkeit, aber das kann ich wegmachen. Ich habe ja eins für 14.000, ich glaube, das lock ich auch, weil das ist auch echt gut. Oh, eins für 22.000. Nett. Ist aber nicht so gut wie das andere. Ich habe mir das Gefühl, dass der Berserker recht langsam ist. Ich glaube, ich müsste die Geschwindigkeit nochmal upgraden. Ah, ich habe bei mir schon Speed mit drin, ne? Warum? Weil ich schon Speed habe. Ich habe das. Er war jetzt in meiner Waffe mit dran. 2 Speed. Achso, okay. 63 DPS. 63 DPS. Und zusammen? 312 DPS. 5-mal so viel. Du machst schon so viel DPS, Alter. Jetzt habe ich keine Türme. Ah, jetzt weiß ich, was ich neu freigeschaltet habe. Was? Noch so ein Teil? Was ist das? Macht das Ding Schaden? Schließen wir das mal kurz durch. Ach so, das Reflect, das. This tall field of light reflects projectiles and damages any unlucky enough to be in there. Das schießt Projektile zurück. Ja, ach das Ding, das ist richtig cool. Das solltest du dann später Dingens machen, ne? Um den Kristall wegen deiner scheiß Fernkampf an. Ja. Mal hier kurz gucken, wie. Ob ich da. Vielleicht kann ich da ja auch gegenschießen. Nee. Das geht durch. Ich finde es cool, dass man durch meine Türme durchgehen kann. Ja. Hattest du was anderes erwartet? Durch meine Lichtwände, weil durch deine Wände kann man ja nicht durchrennen von den normalen Krieger. Ja, von dem Magier auch nicht. Die sind ja auch fest. Die Dinger sind nicht fest. Ja, aber Gegner können ja nicht durch, das ist voll geil, oder? No. Das ist voll nutzvoll. Ich kann machen. Kein... Wir können überall lang rennen, okay, wir können starten. Ich habe nur noch 2 Türme, ne? Der nächste kommt auf Level 15 und danach der 20. Ich hab noch gar nichts. So, wie machen wir das hier jetzt eigentlich? Ich würde sagen, die 3 Wege oben. Stimmt. Weil du kannst nicht unbedingt wirklich umherrennen viel. Ja. Und ich. Ja, ich würde sagen, ja, wir machen. Nee, doch, wir machen. Ich weiß, wie wir das machen. Okay. Und zwar. Wir könnten so machen, dass du. Nee, ach, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich würde sagen, dass wir einfach hier oben in diesen Wegen hier. Hier diese Wege hier voll machen. Ja, das stimmt. Das können wir machen. Aber das wird mit dem Boss kacker. Stimmt. Dann machen wir eben da, wo der Boss kommt, nachher auch noch die Defenses hin. Ja. Okay, dann holen wir mal die restliche Mana. Dann gehe ich in die Mitte und du machst die beiden äußeren Dinger. Holen wir mal die restliche Mana, bitte. Kannst du es nicht selbst machen? Schau gerade. Faules Stück. Kommen in den ersten Waffenkisten eigentlich schon Waffen? Nee, oder? Nee, in den ersten noch nicht. Ich gehe in die Mitte, Yannick. Na? Okay. Dann mache ich die anderen beiden. Ja.
Also ich gehe dann ja hier hin. Und dann, wenn ich die vier hier getötet habe, kann ich auch noch. Gib mir die mal noch eben. Einfach M drücken. Ui. Danke. Krieg das restliche Mal sonst dann wieder, wenn und wenn noch irgendwas übrig bleibt wegen Sprung. Bleibt noch was, ja, bleibt noch was übrig, aber. Ich könnte damit die Projektilschilder, glaube ich, noch hinbauen dann. Kostet so wenig. 20. Okay. Ich kann jetzt sogar noch. Ich könnte jetzt noch drei Projektilschilder hinbauen. Soll ich die eben hinbauen? Ja, mach. Hinter die Teile. Und auch hinter meine Lane. Hinter jeder Lane. Also vor jeder Lane. Oh, die kosten nur eine Defense, ne? Wow. Das sind ziemlich gute Teile. Ich denke mal, die würden auch richtig gut gegen den Boss sein, weil der auch Projektile schmeißt. Aber nicht auf den, aber nicht auf den Wenn ich Kristall. Dahinter aber rumchille. Das habe ich das Richtige, jetzt wollte ich gerade das Richtige hier. So, ich bin bereit. Okay, ich geh's hier hin. Also hier kommt eigentlich nichts mehr. Hier kommt jetzt eigentlich nichts mehr rein. Ja. Ich bezweifle auch, dass die Gegner hier durchlatschen können. Doch, können sie wetten. Da baue ich da eben in der nächsten Runde hier noch eine Wand hin. Dann ist unser Dings auf jeden Fall sicher. Oder? Ja, könnte sein. Ja, nee, kann ich die Wand nicht. Na, mir egal. Egal, ich kann da hinjumpen zu dir. Der kommt doch gerade zu dir noch. Soll ich zu dem hinjumpen? Ach nö, das wäre jetzt eine Verschwendung. Wäre eine Verschwendung von 30 Mana. Noch ist nämlich 30 Mana relativ viel. Schon. Aber gleich werde ich, glaube ich, hinjumpen müssen. So. Ich mach's einfach mal, weil... Ich kann auch nicht immer das Gleiche machen. Hui! Boom! Wow, ich hab fast die gesamte Wave gewonnen, ne? Ja, dann guck dir mal, wie meine Türme auf der Map aussehen an. Ja. Das sieht voll cool aus. Warte mal, geh da nicht hin. Ich will mal kurz gucken, wie das aussieht, wenn der Gegner meine Türme abschießt. Aber guck mal, die sterben schon nach einer Sekunde, wenn die in meine Laser reingehen. Okay. Alter. Okay, ich kann jetzt dreimal jumpen momentan. Ich sammle mir jetzt nochmal in eine Kiste ein, dann habe ich maximale Mana und dann. Und hier habe ich ein Schild. Der hat Skill von mir verbessert. Hm, ist das besser? Ich habe keine Ahnung, was meine Skills hier gerade machen. Lass mal sehen. Ich glaube, das ist meine. Donnerstance, das Ding, das ich mir schaue. Das ist mein nächster Zauber, das ist mein erster Zauber. Ja, das ist mein Donnerstance, glaube ich. Das ist mein Hologramm, das ist meine Nummer 2. Ja, kannst du nehmen. Das Hologramm kostet 100 Mana, ne? Mein anderes kostet auch 100 Mana. Aber das Hologramm macht auch angeblich sehr viel Schaden. Echt? Ja. Steht das da oder war das im Wiki? Soll angeblich sehr viel, also es macht Schaden, aber es soll angeblich sehr viel sogar machen. Und noch eine Rüstung und ein Schwert. Geil, mein zweites Schwert. Und die Rüstung ist genauso gut wie meiner. Kannst du haben. Ist genauso gut wie meiner. Okay. So, jetzt habe ich zwei Schwerter. Yay! Jetzt bist du overpowered as fuck. Das sieht jetzt gerade ziemlich cool aus eigentlich, so. Auf jeden Fall von Ego-Perspektive aus sieht das gerade ziemlich cool aus. Kann ich mir ein Video angucken oder ein paar Tage ein Video angucken. Ein paar Tagen morgen wahrscheinlich. Ja, so. Ich bin jetzt komplett bereit. Ich habe auch das Gefühl, dass wir die nicht wirklich upgraden müssen, weil die machen sehr viel Schaden, die Dinger. Ja. So, gleich jump ich auf den Super-Typi drauf. Das wird lustig. So, hurra! Fast tot. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Berserker ziemlich viel DPS machen. Die können ja auch nur Auto-Attacken machen, sonst nicht. Und ihre Stun, ja genau, und ihre Stun. Aber die können auch nicht gestunt werden, ne? Es kommt auch an, in welcher Stance sie sind. Ja, in der Turtle Stance.
Ich will Level 20 sein, ich will meinen Laser haben. Ich kann jetzt, eigentlich kann ich gerade die ganze Zeit jumpen, weil ich von einer Wave immer mehr als 30 Mana kriege. Das ist richtig geil. Hui. Die machen Spaß. Hier ist ein Schwert. Janik, und so viel zu Berserker ist nicht gerade der mobil. Ich bin ziemlich mobil. Ja, ich bin aber schneller als du von hinten hin und her rennen. Aber ich hab meinen Charme. Dum, dum, dum. So, was haben wir hier? Besseres Schwert. Ich find's gut, dass hier sogar automatisch ausgewählt, welches, dass man hier sogar automatisch sieht, welches Schwert gerade das schlechtere von den beiden ist und so. Hier ist eine Armbrust. Gar nichts drin. Auf der anderen Seite soll noch ein grünes Item sein. Also Janik, wenn du hier noch Mana brauchst, direkt überall Mana rum. Ja. Irgendwie, obwohl ich glaube irgendwie doch, ich glaube irgendwie, dass die, unsere Kombo vielleicht doch ganz gut sein könnte. Ja. Weil ich brauche halt kein Mana. Und ich bin auch ein ziemlich guter Solo-Typ. Ja, so wie der Monk. Aber ich glaube, du bist noch besser als der Monk. Obwohl, ja, du hast kein Heal. Ich kann aber Sachen festhalten. Ja. Aber der Monk hat ein Heal. Ich kann trotzdem Sachen blocken. Ich kann verdammt nochmal Projektile blocken. Aber dieses Block-Chance-Dings ist bei dem Berserker vollkommen useless, weil er nicht blocken kann. Wieso sage ich eigentlich Berserker? Die heißt noch gar nicht Berserker, oder? Wie ist der nochmal? Ich weiß nicht mehr. Doch, Berserker. Glaube ich. Weiß nicht. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie der heißt. Also ich bin ready, und du? Ja. Kannst ja auch Sachen upgraden, wenn du willst. Kein Bock. Weißt du, worauf ich Bock hab? Auf Gegner-Jump. Oh, die haben alle Blitzrasi wegen mir. Aha. Jumpen! Tot. Hui. Zack. Mit meiner Hand ist, hätte ich das ganze Ding jetzt schon platt. Irgendwie, ja, das. Einmal zwei gedrückt und alles, einmal drei gedrückt und alles wäre weg hier. Ich drück auch einmal zwei und alles ist weg. Naja, beziehungsweise kurz danach ist alles weg. Haben eigentlich schon irgendwelche Viecher jetzt deine Verteidigung überhaupt erreicht? Dieser Wave noch nicht. Wie viel Schaden machen meine Dinger mittlerweile eigentlich? Ah, nur 119 Schaden. Hurra! Bam! Wie geil ist es, ich renne hier einfach mal rum, sammle Mana ein und unten sehe ich, steht überall defeated, ne? Tja, ich muss ein bisschen aktiver sein als du. Stufenaufstieg verfügbar. Ah, bei mir nicht. Ich gehe jetzt mal vorher in Schaden, weil... ich mach nicht genug Schaden. Definitiv nicht. Ich kann mich noch nicht leveln.